bitten deinen Segen für den neuen Rat der Stadt Dorsten. Möge er sich den Herausforderungen dieser Zeit stellen und verantwortungsbewusste Entscheidungen treffen. Immer zum Wohl unserer Stadt. Seit dem 1. November übt er das Amt des Bürgermeisters aus. Er muss nun von mir gemäß Gemeindeordnung vereidigt werden und in sein Amt eingeführt werden. Ich tue das sehr gerne, weil ja, es ist für mich eine große Freude, den Bürgermeister zu vereidigen, in sein Amt einzuführen, weil ich glaube und ich denke, ich bin mit dieser Meinung nicht alleine, dass unser Bürgermeister Tobias Stockhoff in den vergangenen Jahren in unserer Stadt große Schritte gemacht hat, mit großen Füßen durch unsere Stadt gegangen ist. Er hat bemerkenswerte Marken hinterlassen und bemerkenswerte Spuren. Ich denke, da kann ich ihm in ihrer aller Namen danken. Ich darf den Bürgermeister nun bitten. Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt nach bestem Wissen und Können verwalten, Verfassung und Gesetze befolgen und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe. Ich danke Ihnen, Herr Bürgermeister. Liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Verwaltungsvorstand, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr geehrte Damen und Herren. Heute ist ein wichtiger Tag für die Demokratie in unserer Stadt. Heute konstituiert sich der neu gewählte Rat der Stadt Dorsten. Kaisüberglück, Dank und Anerkennung ausgesprochen. Aus diesem Anlass wird Ihnen die Ehrennadel in Silber verliehen. Dorsten, der 4. November 2020. Kommunalpolitischen Tätigkeit im Rat der Stadt Dorsten wird Mechthilde Banach Dank und Anerkennung ausgesprochen. Aus diesem Anlass wird ihr die Ehrennadel in Silber verliehen. Dorsten, der 4. November 2020, für die Bürgerschaft, den Rat und die Verwaltung der Stadt Dorsten, Tobias Stockhoff, Bürgermeister. Herzlichen Dank für Ihr Engagement.